Und hiermit... Oh, sorry, vielleicht ein bisschen früh. Und hiermit herzlich willkommen... Alter, jetzt hängt doch nicht hier rum. Herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Also was im letzten Part schiefgelaufen ist... Weiß ich nicht so wirklich. Ich hoffe, in diesem Part... geht alles glatt. Aber das war schon kurios. Seltsam, seltsam. Verstecken wir uns einfach mal hier, vielleicht geht's dann besser. Was ist das? Wollen wir es überspringen? Nö. Sollen wir meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Wenn ich hier stehe, ist auch nicht besser. Na toll, wenn er mich jetzt wieder sieht. Badger, ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottles... Kann man da nicht überspringen. Ärgert mich das voll. Wer es ist. Hat er auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lange. Und sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Doch, doch, aber richtig billig so. Ah! Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft. Ach, ich doch einfach überspringen. Ich bin doch doof. Die Cat feiert heute. Versteck dich, du Feigling! So, okay. Haben wir geschafft. Zu Captain Chairs Hotel zur Goldenen Stadt. Okay, machen wir doch glatt. Was mich nutzt. Ah, habt ihr mich gefunden? Ich bin stolz auf euch. Auch wenn wir jetzt die letzten drei Worte nicht verstanden haben, was er mir uns sagen möchte, ist okay. Ganz ehrlich. Es ist sehr... Ich hasse sowas, wenn es was so rumbackt. So, aber vielleicht steht ja auch was in den Notizen. So sieht nicht nur noch aus. Okay. Finde... Alles klar. Bist du dann... Ja, da ist jetzt angezeigt. Captain Flairs Hotel. Hallo, freuen wir uns hier da. Single Sheep. Wohin bist du verschwunden? Scheiß Attentäter, was auch. Ja, ich will auch keine Munition. Nein, ich will... Hast du kein Geld? Na, egal. So. LOL! Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber es gibt doch Schlimmeres. Ich bin jetzt hier gelandet. Ach so. Hä? Anderen Seite. Wo mich denn hier an? Tür zur Wohnung des Kunsthändlers. Okay. Gucken wir mal rein. Nur mal reingucken. Das ist Kunst, lausige Art an Geld zu kommen. Armes Schwein. Das ist nichts wert. Oder? Okay. Oh, ein Herz. Eine Rune oder Artefakt. Ist oben. Interesting. Ich geh hoch. Guck mal, ob die anderen was gefunden haben. Ich bin gerade extrem ruhig, weil ich schleiche. Ich weiß, die können mich eh nicht hin. Wo ist so ein cooles... Wir hätten hier nicht so eine dicke Tür, wenn dahinter keine Wertgegenstände auf uns warten würden. Die rührt sich nicht. Keinen Millimeter. Er wollte doch jetzt hier hochkommen, oder? Hör auf zu heulen und probier's nochmal. Stell dir nur die Schätze dahinter vor. Die helfen über den Schmerz hinweg. Wenn du meinst, probier's doch. Warum läuft jetzt zu außen rum? Verstehe ich nicht. Aber egal, jetzt gehen wir einfach wieder raus und gut ist. Ich habe keine Lust, Leute zu killen. Das ist der Grund, warum ich nicht so viel sammeln werde. Weil ich glaube, ohne über Leichen zu gehen, wird es extrem schwer manchmal. Meinst du, du bist
Upsala, upsala, upsala. Ich bin nicht da. Upsala. Das hat jetzt wehgetan. Ich kann ja da hinten rumlaufen. Oh Gott, da kommen sie. Da bist du ja. Bin ich gar nicht. Ignoriert mich einfach. Ich habe euch doch gar nichts getan. Naja, eigentlich schon. Jetzt habe ich dich. Ach, ich ignoriere euch doch auch. Oh Gott. So war das jetzt nicht unbedingt geplant. So, mal gucken, ob wir irgendwie an den Code kommen. Noch ein Artefakt. Her damit. Flinker Schatten. Das hört sich doch mal interessant an. Ja. Für Knochenartefakte. Wurfhand. Du kannst Gegenstände etwas weiterwerfen oder. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Praktisch. Ich glaube, so viel trinken wir nicht aus dem Brunnen. Mal lieber flinker Schatten. Oh ja. Passt. Ratten. Ich hab euch nichts getan. Lasst mich in Ruhe. Danke. Irgendwie. Ja, nee, aber ich konnte doch irgendwie den Code entlocken, oder? Wenn das noch ein Knochenartefakt, wie komme ich denn da hin? Gab's unten noch einen Weg oder war ich bin ich blind? Ich habe die Tür nicht umsonst zugemacht, aber ist okay. Okay. Na, dann war da anscheinend keine Tür mehr. Versuchen wir das halt mal über die Sidequest. Mal gucken, ob wir da den Code ausleiern können hier. Alter! Spiele auf deine Art verschiedene Optionen. Die Umgebung, die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege bereit, die unterschiedlichen Herangehensweise an deine Missionen ermöglicht. Halte Ausschau nach Vorsprungen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. Interessant. Und dann direkt übers Dach. Da ist der Kunsthändler. Tja, ich komme jetzt in ein Bordell und jetzt bin ich hier in so einem Bordellbezirk oder was? Aber es sieht richtig interessant aus. Brauche ich jetzt noch nicht, dann machen wir es mal so. Na okay, das war weniger schön. Ich wollte mal zeigen, wie Sturz, Fallschaden, Tode aussehen. Also ich finde, die automatischen Save Points setzen sich eigentlich ganz gut. Ja, wissen wir. So, dann nehmen wir trotzdem wieder die Teleportation. Tschu, Chihuahua. So, diesmal jumpen, also. So, schon viel besser. So, und da soll der Kunsthändler drin sein. Irgendwie. Aber Gott sagen, da war er doch hier gerade eben noch. Und geh mal wieder eine rauchen, hä, Kumpel? Ich sagte dir doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sagte es dir doch. Falkenangriff? What the fuck? Lass dich von oben auf den Gegner abfangen, drücke kurz bevor du auf ihn landest. Einfach nur, weil ich es jetzt probieren möchte. Hopp. Aber eigentlich dachte ich auch, hier wäre ein Durchgang. Fuck this shit. Das ist schon besser. Nicht so aufregend, aber bezahlbar. Okay.
ich denn jetzt zum Kunsthändler? Verdammt. Das darf doch alles nicht wahr sein. Was? Ich brauche mehr Männer! Hopp. Sie bringen sie aus dem Wandel. Oh Gott. Was war das? Ah, das war's. Verdammt. Er ist weg. Unmöglich. Er muss hier irgendwo sein. Vergiss es. Ich verschwinde. Okay. Ich finde dich schon noch. Oh, wird sich zeigen. Ich bin verschwunden. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Zum Kunsthändler. Ich werde dein Versteck finden. Wie gesagt, wird sich zeigen, mein Freund. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Glück gehabt. Alles ruhig. Wo ist Morgan hin? Ah, unten im Keller. Im Dampfbad. Dunstan, die Pendletons sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Ich denke, du hast kaum etwas getrunken. Wach auf! Endlich. Okay. Für 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? So wie letztes Mal, verstanden? Langsam. Und nur auf mein Kommando den Stromstoß aktivieren, verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du's, dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Konzentrier dich bitte. Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendletons sind hier, nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen, ihnen Tausende gestohlen. Du hast wohl Freude an der Arbeit. Oh, ja. Oh, du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Habe ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Oh. Vorsichtig, ich habe einen Herzfehler. Ah! Ah! Rache, Rache. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener an. Wir sind fertig. Deine Mutter ist fertig. Ah! Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Ich werde dich auspeitschen lassen, du Schlampe. Oho! Was zum... Wer bist du? Was willst du? Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 138. Nimm alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. Ja, ich habe Spaß dran. Bisschen. Mein Herz macht das nicht mehr mit. Frag mich, was du willst. Ja, ich habe die Pendletons betrogen und ich war bei den Brimstones. Sie verehren den Outsider. Ich hab's gesehen und selbst mitgemacht. Tut mir leid. Ich habe das Gefühl, du lügst. Und deswegen musst du sterben. Außerdem kannst du jemanden verraten oder deinen Safe-Code ändern. So, was muss ich jetzt machen? Nein. Nein. Machen wir das so? Was war das? Nix. Oh, nein. Oh doch. VIP-Ausgang. Zu den Waffen! Passt auf! Umzingelt ihn! Oh Gott, hier wollte ich gar nicht hin. Voll zum VIP-Ausgang, verdammt. Da bist du ja. Umzingelt ihn! Denn. Umzingelt ihn! Zielt auf die Beine! Jawohl, das sieht doch schon besser aus. Aber so. Was? Ah, verdammt. Hilfe!
F? Nee. Ja, genau. Verdammt, wo bin ich gelandet? Hau ab! Ah, so viel zum VIP-Ausgang. Ohne Generalschlüssel wird das nichts. Was war? Nix. Oh Gott, wo bin ich? Alter! Ich hab euch doch nichts getan. Also, noch nicht. Wer den tötet, wird befördert. Eure Mutter wird befördert. Ihr kennt mich mal. Ich lass mich nicht fangen. So, jetzt muss ich aber hier wieder zurückkommen, theoretisch, oder? Hoffe ich. Jawohl. Puh. Falls ich den Generalschlüssel nicht gefunden habe, aber man kann nicht alles haben. Dafür töten wir sie lautlos. Und ich weiß, ich hätte noch viel mehr sammeln und jagen können, aber wie gesagt... Ich bin nicht so der eine, der jetzt auf Lust tötet. Noch nicht. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird bin ich da? Ich hab mich nicht gesehen. Ihr habt mich gesehen. Könnt's auch... Hallo. So, da war auf jeden Fall dann der... Ich wäre dann hier unten schön durch den VIP-Ausgang gekommen, aber nein. Bin mal gespannt, ob er uns wirklich hilft. Also das werden wir auf jeden Fall in diesem Part noch erfahren. Gut, verfolgen tun wir nämlich eh nicht. Würde gerne irgendwie hochkommen. Bin ich irgendwo drauf? So nicht, aber so. Hey! Oder auch nicht. Na, was halt so wieder. Wie das letzte Mal. Ist jetzt wieder Attentäter drauf? Ja, danke, dass ich hier. Ja, er ist noch hier drauf. Was? Da ist noch einer? Oh. Aber wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. What the? Ein Attentäter gewesen. Hä, wie soll ich denn da reinkommen? Oh. Na, egal. Egal. Gehen wir lieber in den Destillierbezirk und schleichen uns da durch. Was war's? Top 7. Da ist sicher jemand. Mach dich auf. Schleichen wir durch, meine ich. Wir rennen wieder unseren Standardweg. Oh. Dann nimm halt das. Und gut das. Wollt euch nichts tun. Zumal ich mit den euren Chef eigentlich gute Geschäfte gemacht habe bis jetzt. Ich wollte euch wirklich nichts tun. Gut, der hat jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, bis er sich umdreht, hoffe ich. Und der steht jetzt hier. Jetzt kommt wieder der Fuzzi an. Oh! Du! Bastard! Mann! Ich habe euch doch nichts getan. Jetzt will man einmal nett zu euch sein. 7, wie oft noch? Danke. Furchtbares Volk. Warum pennt er eigentlich nicht mehr? Thank you.
Lauf schon mal ein Stückchen weiter, mein Freund. Hopp auf. Trau dich. Lauf mir das auch zurück. Bleib da einfach stehen. Nicht Betäubungspfeile oder so. Nur weiter mit diesem Lärm. Ich hab die falsche Taste gedrückt zu schießen. Hast mir die Zahlen gebracht. Ich suche schon seit Monaten nach der Kombination. Komm zu mir, wenn du eine neue Arbeit brauchst. Slackjaw weiß, wenn er einen guten Mann vor sich sieht. Na klar, willst meinen Plan für die Pendletons wissen. Sieh mal, die Pendletons haben diese Minen. Hunderte von Leuten arbeiten da eine halbe Meile unter der Erde. Ich werde den beiden ihre Köpfe rasieren, die Zunge rausschneiden und sie in ihre eigenen stinkenden Minen verfrachten. Dann sehen sie das Leben mit anderen Augen. Klingt nach einem guten Plan. Und jetzt kann ich wieder gehen. Genau. Ich weiß, jetzt schleiche ich noch ein bisschen rum. Freue mich wie ein Schneekönig. Und ich würde es jetzt unfair finden, wenn ich den Part beenden würde. Ich denke, wir wollen auch wissen, ob wir das unsere Freunde finden, dessen Auftrag wir jetzt durchgeführt haben. Dass wir unseren Auftrag so erledigt haben. Sie muss jetzt wieder zur Golden Cat. Ah, achso. Na dann werden wir das erst im nächsten Part machen. So. Das heißt, wir stellen uns hier hin, gucken nach oben. Nee. Ja. Okay, dann werden wir das nächste Mal noch Emily retten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ja, dann werden wir gucken, wie die Story weitergeht. Seid gespannt im nächsten Part von Dishonored. Vielen Dank fürs Einschalten und man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Bis dorthin. Tschüdelü.